Hey Leute. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier einen neuen Vlog anfange oder ob das jetzt... Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 7.11 Uhr, 7.11 Uhr schon. Ich will mich beeilen. Ich würde mir jetzt was zu essen machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein neuer Vlog ist oder ob ich noch einen Vlog weitermache. Aber wenn nicht, dann einen wunderschönen guten Morgen bitte draußen, meine Lieben. Falls das jetzt hier ein neuer Vlog ist und wenn nicht, dann guten Morgen. Ich muss wieder Socken anziehen. So, und das mache ich mir was zu essen. Wartet. Ich muss noch eine Fruitbox sauber machen, weil... Ja. So, jetzt mein Brotbox-Behälter und mein Wissenspullover. Ich muss mich beeilen, weil ich muss in 17 Minuten los und ich muss halt noch mein Trinken von unten holen und mich anziehen komplett. Jetzt muss ich mich jetzt stuten. So. Nicht umfahren mit. Leute, das ist mein Frühstück, das nehme ich mit. Nein, Spaß. Ich schneide mir jetzt hier Stücke ab, zwei, drei. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oh, das ist ein bisschen dünn geworden. Ups. Egal, ich esse es einfach so. Leute, ich kann kein Brot schneiden. Was ist denn das? Ja, okay. So? Keine Ahnung. Ja, das ist besser. Okay. Damit die Folie nicht aufgeht, Leute. Jetzt habe ich hier meine Butter. Ich hole schnell Butter. Butter und was will ich drauf haben? Okay. Heute Butter und Jaramond, weil Jaramond einfach mein Leben. Oh, die ist zu. Keine Zeit mehr, das stresst mich gerade ziemlich, weil ich muss auch noch mein Trinken holen. Und wenn ich meine Bahn verpasse, dann komme ich zu spät.
aber ich weiß nicht was anderes. Die ganze Zeit mit meinen Fingern in die Butter von dem anderen Brot, Leute. Das ist voll chaotisch jetzt hier alles. So. So. Das Brot hier wird jetzt übergeklappt. Hier wird das rüber getan und dann geschnitten. Butterfinger noch wegmachen. Ich nehme die ganze Zeit nicht auf, oder? Ah, doch, tue ich, okay. Ich hoffe jetzt, dass das hier reinpasst so. Oh Gott. Das passt niemals. Shit. So, perfekt, Leute, perfekt. Ich packe mir jetzt einfach beide Seiten mit Weintrauben voll, weil irgendwie liebe ich Weintrauben. Ist das? 21, oh Gott. So, also das ist meine fertige Brotbox hier. Super. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich da draußen, meine Lieben. Mau. Mau ist auch da. Maluschi ist auch da, habt ihr ja gerade gehört. Was ist heute passiert? Ach, das glaubt ihr schon wieder nicht, ey. Es ist schon wieder oben dran. Warte, ich muss auch Milch holen, Hase. Wir haben heute eigentlich um, keine Ahnung wann, 13 Uhr oder so, hätten wir eigentlich einen Arzttermin, einen Gerichtstermin gehabt.
Ach, da hatten wir ja noch mal 2 Liter. Oh, egal. Wir hatten heute eigentlich einen Gerichtstermin. Und ich war mich schon beim Fertigmachen, weil das Problem war, dass ich habe ja hier kein Oma, kein Opa oder irgendwas. Ich bin ja für die Bewirtung der Kinder alleine zuständig mit Matthias. Das heißt, ich hätte niemanden gehabt für Madres. Alter, wie windig. Demnach musste ich die beiden Kinder zu Hause behalten, weil ich ja niemanden gehabt hätte für die Kinder. Malu hätte ich mitgenommen. Maris wäre hier geblieben, der wäre vielleicht eine Stunde alleine gewesen. Hätte alles gut geklappt. Ich hätte aber niemanden gehabt, der ihn abholt oder irgendwas dergleichen. Auf jeden Fall haben wir uns dann fertig gemacht. Wir haben uns fertig gemacht. Und auf einmal klingelt das Telefon bei Matthias gerade. Anwaltskanzlei. Die gegnerische Partei. Hallo, mein Schatz. Die gegnerische Partei hat sich krank schreiben lassen. Vernehmungsunfähig erklären lassen. Ja. So ist das. Termin wurde verlegt auf in einem Monat später. Ich sehe mal das Positive. Ich sehe das positiv, weil ich habe natürlich mehr Zeit, mich um meinen Haushalt zu kümmern. Ich habe noch 4%, sehe ich gerade. Ich muss ein bisschen was vorbereiten, weil wir morgen hier Handwerker haben und ich muss unten den Heizungsraum leer machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, auf Insta auf jeden Fall. Unsere Heizungen, ich glaube, das Ventil unten ist ja vertauscht. Deswegen macht das hier einen übelsten Alarm. Hallo! Und damit das, muss der Heizungsraum leer, unten die ganzen Kooperationspakete müssen ausgeräumt werden. Klasse. Super, machst du das mit jetzt? Und stell den Mund auf. Matthias ist natürlich schon unten fleißig am Arbeiten. Maris ist jetzt oben in seinem Zimmer. Den mache ich jetzt gleich, mit dem mache ich gleich jetzt Schule. Und wenn wir jetzt hier selber ein bisschen machen, also so wie jeden Tag, ich übe ja jeden Tag mit ihm, hauptsächlich Deutsch. Irgendwie weiß ich auch nicht, da ist so ein bisschen der Bogenrad drin, deswegen trimme ich ihn da noch ein bisschen. Aber jetzt frühstücken wir erstmal, ne? Und dann ziehen wir dir eine warme Strumpfhose an, weil du hast nackte Füße, ne? Und heute wird schon durchgepowert. Heute Abend sind wir dann... Ich erzähle es euch nicht, ich zeige es euch alles. Und wir haben was richtig Cooles gebucht für Matthias und mich, weil wir haben ja bald 20-jährigen Hochzeitstag. 20 Jahre verheiratet und da haben wir uns was richtig Cooles gebucht, was wir noch nie zusammen gemacht haben. Und das wird klasse. Ich habe heute auch die Info bekommen, dass das Bett am Freitag mit der Spedition verschickt wird. Das heißt, wir werden eine Liegewiese von 2,60 Meter mal 2 Meter haben. Das wird so toll alles. Und bald ist das Baby da. Soll das Baby aus dem Bauch rauskommen? Möchtest du mal Luschi mit dem Baby Kuschi machen? Ja? Oh, sie süß, ich knutsch dich, mein Schatz. Ah, das wird so klasse. Okay, jetzt erstmal piep, guten Appetit. Maris. Matthias hört da voll laut Musik. Ich konnte ich das jetzt nicht zeigen, deswegen. Und zwar habe ich jetzt für diese Stelle hier ein Regal gebaut. Zusammengebaut. Ich möchte es natürlich jetzt auch hier hinstellen. Das Ding ist, dass... ich weiß nicht, wo mit der Trocknerwäsche. Das sind nur Handtücher, Bettwäsche, ein paar Socken, die zusammengelegt werden müssen. Ich glaube, ich werde die jetzt hier irgendwie hinverfrachten, damit ich dann da das Regal hinstellen kann, damit ich da anfangen kann, die Pakete auch abzubauen im Büro, wegzumachen. Hi! Hi! Warum hast du denn nichts an den Füßen? Trockner können wir auch schon wieder anmachen, Babymaus. Warte mal. Wollen wir das mal alles rausräumen? Ja. Gibst du das mal? Gleich hier. Ist nur nass. Ist nicht schlimm. Guck mal, wir machen das einfach hier oben rein, damit der Berg noch größer wird. Ja. Es ist nur nass, Hase. Voll.
Eine Socke. Maya. Nee, ja, ist von Mares. Nicht von Mara. Maya. Hier. Alle. Alle. Ist alle? Ja. Ja. Und können wir hier zumachen? Und hier machen wir an. Oh. Oh. Wollen wir dir mal was an die Füße ziehen? Wollen wir dir eine Strumpfhose anziehen? Da ist auch mal das Bettlaken drin, was wir gleich brauchen. Nee. Hoch. Nee, hoch? Mama. Mama. Ja? Hoch. Du willst hoch? Ja. Warum? Da müsste ich mich jetzt auch mal drum kümmern, wa? Um das Zusammenlegen des Berges. So, und jetzt habe ich hier Platz und kann das Regal hinstellen. Oh. Malushi, wollen wir das Regal holen? Oh. Komm! Schuhe. Komm, du kannst mir helfen. Mama. Oh. Ja, mega. Hallo! Ich glaube, ich lasse da noch eine Lücke zwischen. Mama! Mama! Du schlägst doch ran von. Du schlägst ganz ran von. Mama! Mama! Ja? Hallo! Ist das blöd, ist genau zwischen den Steckdosen. Und ich brauche die ja. Okay, muss es so bleiben. So, dann hole ich jetzt mal hier wieder. Bisschen klein, ne? Ich glaube, Charlie möchte rein. Malu, kannst du Charlie die Tür aufmachen? Ja. Malu, lässt du Charlie rein? Mega. Ich hab Blut gemacht. Mama. Mama. Hm? Wenn ich das jetzt lernen möchte, muss ich mal gucken. Voll gut. Finde ich gut, weil dann, es ist nicht so laut hier drin, ne? Wenn du das, die Milch, machen wir mal Musik. Thank you.
Warum weint denn die Mauzi? Weint die Mauzi? Ja. Warum? Ja. Geht die Mauzi vielleicht raus? Kannst du mal gucken, ob Mauzi raus möchte? Ja. So. Ich hole. Oh, 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 was ist hier passiert? Ja. Ja. Hast du den Topf wieder in die Schublade? Hier, hier, hier. Warte, jetzt müssen wir wieder einräumen, Hase. So ein doofes Spiel, ne? Ja. Warte, 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 aufgelassen. Mama muss einräumen. Sonst haben wir bald kein Besteck mehr hier. Was hatten wir nicht schon wieder für einen Nachmittag? Wartet mal, das muss ich gerade mal ganz kurz überlegen. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, dass ich das Regal aufgebaut habe und die Milchstation und so bla. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich euch das erzählt? Doch, das habe ich euch erzählt, oder? Jetzt bin ich gerade irritiert. Doch, das habe ich euch erzählt mit dem Gerichtstermin. Vorhin, also gerade eben, ist noch was passiert. My Wellness hatte mich angerufen um 17.15 Uhr ungefähr, dass wir um 21 Uhr nicht unsere volle Leistung bekommen können und 75 Euro gutgeschrieben bekommen, weil das Order-System nicht funktioniert und wir nichts bestellen können. Keine Zusatzartikel, also so Peeling, Joghurt, Gedöns, Essen, Trinken und Textilien, war alles, ging nichts mehr. Und jetzt habe ich eine Tasche gepackt mit Handtüchern, Getränke, bla bla bla, weil 3 Stunden halt. Und wollten jetzt was essen, beziehungsweise essen jetzt noch was. Und dann rufen die mich gerade an und sagen zu mir, dass das ganze System wieder funktioniert und alles wieder bestellt werden kann. Wann haben wir den Termin? Genau in einer Stunde. Also wir können jetzt rausgehen, lecker Käsesoße schlürfen. Ja, die schlürfe ich nicht. Wie heißt es, intravenös? Würde ich das locker mal raushauen hier in mein Ärmchen. Wir essen jetzt was, ich zeige euch gleich was. Ich nehme jetzt natürlich nur einen kleinen Burger, keinen doppelten und so, damit ich das schaffe und noch gleich Appetit habe. Und dann kann ich mir nachher noch mein Thunfisch-Sandwich gönnen. In WhatsApp kann man gar nicht ranzoomen, war doch? Doch. Sagst du, dass du Feierabend hast? Ja, na, wir haben noch eine Idee, wie wir das noch gerne machen. Wenn wir das alles... Ich mache das schwarz, alles, den kompletten Hintergrund und ja. Die mache ich pink. Wenn alles pink ist, ist es ja wieder geil. Nee, weil das erinnert dann sofort an diese Pink Grapefruit. Das ist nicht cool dann. Dann würde ich es nicht trinken.
Weil ich sofort Schiss hatte, dass es bitter ist. Aber wenn alles pink ist? Nee, mach mal nicht. Was machst du denn da jetzt noch? Hä? Was machst du denn? Was machst du denn? Ich dachte, ich kann dich ärgern, aber jetzt hat sie einfach aufgehört. Ja. Scheiße. Vorführeffekt. Okay, wir gehen jetzt mal was essen und ich zeig euch was. Es tut mir schrecklich leid, dass ich unser Essen nicht gefilmt habe. Wir haben so schnell gefuttert, als gäbe es keinen Morgen. Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch. Oh fuck, ist alles nass, meine Socken. Ey, Jess, das ist das erste Mal, dass man von der Tür nicht durchgucken kann. Ich switch kurz die Kamera. Die Kamera hier ist lichtstärker, das ist heller für euch. Und wenn hier so Streifen drin sind, die ich gerade sehe. Sehr schön. Das heißt, das erstmal nackig machen. Ich zeig euch ganz kurz. Achso, das ist das erste Mal, dass du auf der Tür nicht durchgucken kannst im Whirlpool. Du gehst jetzt die Garderobe. Wie gehst du durch? Jetzt ist es, dass man in der Ecke gucken muss. Zeig euch das mal kurz. Wir haben hier Massageliege. Whirlpool. Infrarotdusche. Ja. Ja, mach ich doch. Und Sauna. Liegen. Ja, zwei hier liegen. Dann hat man hier WC-Waschbecken. Hier hat man die Durchreiche. Oh, Alter! Ja, hier. Hat sich Eis mitgenommen. Hier habt ihr eure Steuerung. Da könnt ihr Getränke bestellen. Du kannst auch jetzt ein App machen. Ja, dann mach du, wie du möchtest. Hier kann man alles bestellen. Bankex hier im Wohnzimmer ist schon für uns unten bestellt. Hier Essen, Licht. Ach, hier Licht in der Garderobe. Whirlpool, Musik, Fernsehen. Also kann man hier alles steuern. Und dann werden die Sachen hier überreicht. Also ihr seid hier in dieser Suite komplett privat alleine. Jetzt mach ich mal Feierabend hier. Guck hin. Genau. Kommt schon was? Nee. Und sie hängt. Alter, ich schwöre bei Gott, weh. Ich sehe nichts, ne? Ich schicke mir bitte warten, das ist kein gutes Umwelt, ey. Hier vorne eigentlich so. Komm, mal zur Zeitverschwendung. Eigentlich müsste ich jetzt das ganze Licht ändern, aber. Ja, zeig mir gleich nochmal. Ja, wenn du quasi eine Rundtour machst, bevor wir anfangen, ist es noch besser. Ja, weil ich dann gleich nackig bin und nicht mehr filme. Also man muss hier nicht nackig sein, man kann aber nackig sein. Und ich meine, ich bin alleine hier, selbst ich mit den Kindern gehe nicht nackig. Also ganz ehrlich. Ja. Wir haben jetzt hier 3 Stunden für uns. In den 3 Stunden entspannen wir. Wir schweigen uns teilweise auch an. aber wir machen auch ein bisschen Content. Heißt, Fotos, Videos, also Reels, oder. Alles so, wie es gerade kommt. Und das Geile ist, ich habe sogar noch viel vor der Geburt noch einen Termin bekommen. Da freut mich so sehr drüber. Ich habe das jetzt nicht angefangen. Hi. Wie geht das Licht an und aus? Ja, weil ich da was eingestellt habe. Der ist immer noch wach. Soll ich voll gedrückt, den Knopf hier. Ach so, das ist aber angegangen und ausgegangen, oder? Okay, ich mache jetzt mal die Kamera aus, weil ich gehe jetzt ganz kurz in meinem Rasierer. Wir hoffen, dass alles funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Wenn es funktioniert, ist es geil. Ja. Kannst du mal bitte kurz die Musik ausmachen? Ich will filmen. Dann heute. Ich wollte gestern, als wir nach Hause gekommen sind, eigentlich filmen, wie ich die Kinder wecke, weil die haben sich ja beide unten ins Wohnzimmer gelegt. Also die lassen immer hier unten im Schlafzimmer die Tür auf, damit sie das dann hören im Wohnzimmer, falls Malu wach wird. Und dann sind wir reingekommen und Marlene kam dann auf einmal aus dem Schlafzimmer und meinte so, gut, dass ihr gerade kommt, Malu ist wach und ist jetzt einfach wach.
Und ich bin so, hä, aber wir haben sie doch gerade noch gar nicht gehört. Naja, und dann habe ich vergessen zu filmen und bin wirklich rein, habe die Tasche abgelegt, bin nach hinten, habe mich einfach ausgezogen am Bett, splitterfasernackt gefühlt, habe mich ins Bett gelegt und dann habe ich das Kind getröstet, beziehungsweise betüdelt da. Ja, schön. Naja, egal. Wir haben jetzt gerade Frühstück gemacht. Wir haben es jetzt 10.40 Uhr. Unsere Heizung wurde gerade repariert, beziehungsweise wird gerade gemacht. Will auch mal nicht zu viel erzählen, weil das natürlich für morgen ist, für den Vlog für morgen. Er muss gerade mal gucken. Matthias? Der gute Wille war da, ich hab's gesehen. Ich habe mir jetzt schon ein Gesicht gebaut. Ich mache mir jetzt gleich noch die Haare ziemlich vernünftig an, weil das ist mein Hilfe, ich muss jetzt los Outfit. Das ziehe ich mal an, so 2 Minuten, bevor ich los muss. Genau, und dann wende ich jetzt hier den Vlog mit das, was wir von uns für euch bis morgen um 8 Uhr. Ich möchte nicht zu viel erzählen. Ein Joel kommt heute. Gut, das ist gut. Das ist gut. Halt, tschüss.